Ja, hier ist Muho wieder aus Osaka. Ich spreche über den Themenkomplex. Soll ich ins Kloster? Will ich ins Kloster? Und bin ich bereit für das, was mich im Kloster erwartet? Nämlich den Druckkochtopf bzw. die Waschmaschine, der Fleischwolf. Und da fragt jemand, was ist mit denen, die im Druckkochtopf zermalmt werden oder zermalmt worden sind? Und darauf antworte ich zunächst, zermalmt werden sie im Zen-Kloster alle, so oder so. Deshalb die Frage im Voraus, willst du das auch? Wer es nicht will, und trotzdem kommt, um sich zermalmen zu lassen, wird vergeblich auf das Mitleid der anderen hoffen. Und darunter schreibt man, warum tut man sich das freiwillig an? Ist das Motto, nur die Harten kommen in den Garten? Und darauf antworte ich, Stichwort loslassen. Loslassen von allem, inklusive und insbesondere sich selbst. Das ist nicht so einfach, wie es klingt. Aber dafür gibt es Klöster und man sollte sich ernsthaft überlegen, ob man dahin will oder nicht. Denn wenn man nicht durch den Fleischwolf gedreht werden will, ist man unter Umständen am falschen Ort. Das war mein Kommentar, meine Antwort und dazu wieder zwei Kommentare. Bleibt die Frage, ist das Ganze auch ohne Kloster möglich? Und für mich wäre das nichts, jedenfalls nicht freiwillig. Auf der anderen Seite, was will man festhalten, außer ein paar schönen Erinnerungsfotos vielleicht? Dazu zunächst jetzt von mir spontan, jedenfalls nicht freiwillig, also wenn dann überhaupt freiwillig, ne? Also unfreiwillig ins Kloster ist das Schlechteste, was einem passieren kann. Wenn man ins Kloster geht, dann freiwillig. Das will ich niemandem wünschen, dass er da unfreiwillig landet. Obwohl das auch immer wieder vorkommt, dass die Eltern ihre halbwüchsigen Kinder dahin stecken oder dass jemand vom Ehepartner dahin geschickt wird. Oder ganz, ganz häufig, eigentlich der typische Fall in Japan, dass jemand als Tempelsohn geboren wird. Er ist der älteste Sohn, er hat gar keine andere Wahl, als später mal den Tempel von seinem Vater zu übernehmen. Und dafür muss er ins Kloster für mindestens ein Jahr, um sich da die Lizenz zu holen. Und da muss er dann auch mal Prügel einstecken. Das tut er nicht freiwillig und ja, das möchte ich keinem wünschen. Ne? Oder was es auch immer wieder gibt, da verliebt sich jemand. Und macht seiner Geliebten einen Antrag und die sagt ihm, ja, aber ich bin eine Tempeltochter und ich habe keine Brüder. Ich will gern deine Frau werden, aber es gibt da eine kleine Bedingung. Wenn du mich heiratest, dann musst du dir den Kopf scheren und Mönch werden. Ins Kloster gehen erstmal für ein Jahr, damit du die Lizenz bekommst und dann später mal den Tempel meines Vaters übernehmen kannst. Davon habe ich auch schon eine ganze Ecke von Leuten getroffen. Ne? Im Kloster, die fragt dich, ja, bist du ein Tempelsohn? Der sagt, nee, so wie du, Muho, bin ich auch ursprünglich in der Laienwelt geboren worden, aber aus eigenem Entschluss bin ich auch nicht hier. Und wenn man dann fragt, ja, wie ist das denn gekommen, dann ist in der Regel die Antwort, ja, meine Frau ist Einzelkind und die Tochter eines Tempels. Und von mir wird erwartet, dass ich als Mann, als Ehemann dann später mal den Tempel übernehme.
Also, dass jemand unfreiwillig ins Kloster geht, das will ich niemandem wünschen, aber das kommt auch immer wieder vor. Auf diese beiden Kommentare habe ich so geantwortet. Die Antwort auf die langweilige Frage, ob man auch ohne Kloster loslassen kann, ist ja natürlich. Also ich finde die Frage langweilig, weil sie schon so oft gestellt wurde. Und ich meine, natürlich muss man nicht ins Kloster. Das habe ich immer wieder gesagt. Nein, ihr müsst nicht ins Kloster. Und besonders, wenn man da nicht hin will, dann soll man auch nicht ins Kloster, ne? Und wenn man da zwar hin will, aber die Erwartung nicht erfüllen will oder kann, die das Kloster an die Novizen stellt, dann sollte man da auch nicht hin. Also muss man ins Kloster? Nein. Und loslassen kann man auch so. Ja, natürlich ist meine Antwort auf diese meiner Meinung nach langweilige Frage, ob man auch ohne Kloster loslassen kann. Das Leben allein kann ein Fleischwolf sein. Wir haben nicht darum gebeten, geboren zu werden und jetzt sind wir hier und leiden. Und werden jeden Tag einen Tag älter, werden krank und sterben. Und die Menschen, die wir gern um uns herum hätten, die haben wir nicht um uns herum. Und die Menschen, mit denen wir täglich zu tun haben, das sind alles Arschlöcher. Der Arbeitsalltag und das Familienleben kann auch ein Fleischwolf sein. Deshalb ist die Frage, ich weiß, ich wiederhole mich, nicht muss man ins Kloster oder soll man ins Kloster, sondern will ich ins Kloster? Und die Antwort kann natürlich auch Nein lauten. Daraufhin wieder ein Kommentar. Wenn ich es wüsste, dass es ein Fleischwolf ist und sagte, ich komme trotzdem, würde ich nicht für mich und die anderen nur neues Leid erschaffen? Meine Gegenfrage, warum? Warum das denn? Wenn du weißt, dass es ein Fleischwolf ist und du kommst trotzdem, warum sollte das Leid für dich und die anderen sein? Darauf reagiert der Kommentator. Dann will ich es anders formulieren. Wenn ich weiß, dass das Abholzen des Regenwaldes schlecht fürs Klima und das Leben auf der Erde ist und ich mache es trotzdem, wir erschaffen Realität durch unser Tun und Handeln. Da habe ich die Parallele nicht gesehen, was der Eintritt ins Kloster zu tun haben soll mit dem Abbolzen des Regenwaldes. Und ich reagiere so. Ich bin gegen das Abholzen und mache es trotzdem. Das ist dumm. Ich will von meinem Ego loslassen und begebe mich in ein Umfeld, das mir gar keine andere Wahl lässt. Wo ist das Problem? Und wie gesagt, wer nicht ins Kloster will, sollte auch nicht dahin. Aber wieso sollte einer, der genau das will, nicht ins Kloster? Worauf der Kommentator dann am Schluss so reagiert. Wo du recht hast, hast du recht. Eine Reaktion, die einem im Internet leider allzu selten begegnet, dass jemand dem anderen einfach mal recht gibt. Obwohl die Frage natürlich ist, sagt er das einfach nur so, weil er die Diskussion schon über hat. Auf die Weise habe ich anderen bei Twitter und so weiter auch schon mal recht gegeben und gesagt, ja danke, danke dafür, dass du mich mit deiner Meinung eines Besseren belehrt hast. Denn nur so kann man einen Streit in der Regel beilegen. Vielleicht war es auch so gemeint. Aber der Kommentator schreibt dir, wo du recht hast, hast du recht. Die Entscheidung liegt letztendlich bei jedem selbst. Man sollte sich jedoch vorher darüber im Klaren sein, will ich das? Genau, genau. Sind sich alle wirklich über die Konsequenzen ihrer Entscheidung bewusst? Und die Antwort auf die Frage ist wahrscheinlich leider nein. Deshalb die 3 Monate Probezeit. Und selbst nach 3 Monaten weiß man es oft noch nicht so genau.
Nach 3 Jahren sieht es dann ganz anders aus, als es nach 3 Monaten ausgesehen hat. Und nach 10 Jahren sieht es nochmal anders aus. Okay, und dann waren aber noch Nachfragen per E-Mail, die ebenfalls interessant sind. Einer der Kommentatoren hat sich dann dafür entschieden, den direkten Weg zu wählen, weil er das Gefühl hatte, dass die Diskussion in der Kommentarspalte nicht so fruchtbar ist. Ich glaube, wir haben aneinander vorbeigeredet. Deshalb möchte ich diese Antwort nicht in den Videokommentaren ausbreiten, schreibt er mir. Und auf diese Antwort gehe ich dann morgen wieder ein. Bis dann.